Das hat ja gar nichts damit Shit. Zu tun, dass du jetzt fightest oder sowas. 6 Millionen Kill! Ja, aber ich doch nicht. Ich doch nicht. Hab ich doch nicht gemacht. Nein, hast du es denn gemacht oder ich? Hat doch keiner von uns gemacht. Darum geht es ja gar nicht. Bei uns, sind noch 10 Millionen, 10 Millionen People gestorben bei uns in Deutschland. Das ist genau dasselbe. Ja und? Was heißt denn gemacht? Hab ich das denn gemacht? So was tut man einer Stadt wie Bremen nicht an. Ich finde es unglaublich. Ja, was daran? Es erinnert uns an so schöne Zeiten. Ich bin nur erstaunt, dass sowas hier überhaupt geduldet wird. Ja, wer sagt, dass es geduldet wird? Das ist einfach provoziert worden. Wir haben ja gleich gesagt, warum kommt keine Polizei her? Es sagt kein Mensch, dass es geduldet wird, sondern es ist einfach gemacht. Ja, Sie sehen doch, ist das hier einer vom öffentlichen Dienst hier? Das Motiv, gerade das Hakenkreuz zu wählen für diese Wandbemalung. Was haben Sie sich darunter vorgestellt? Ich war damals zu jung. Ich musste auf Befehl so handeln. Das verstehe ich nicht. Wer sagt denn auf Befehl so handeln? Wer kann mir denn Befehle geben? Ich bringe das Zeichen als Zeichen. Ich finde, das ist ein schönes Sonnenzeichen. Was glauben Sie, was das für ein Zeichen ist? Ja, ich auch. Ein Zeichen von einer Sekte. Von einer Sekte, glauben ja. Sie? Ja. Ich weiß noch nicht, welche. Finden Sie das geschmackvoll? Nein, ganz und gar nicht. Das heißt... Nein, es ist also das Hakenkreuz, muss ich sagen. Ja. Warum glauben Sie, dass das Hakenkreuz da plötzlich da hängt? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Ja, finde... Ist heute irgendein besonderer Tag? Nein. Gibt es nicht eine Partei, die dieses Hakenkreuz in ihrem Banner hat? Nicht, dass ich wüsste. Glauben Sie nicht, dass eine Partei das hingemacht hat, oder glauben Sie, das ist ein einzelner Mensch? Eine Partei? Sind Sie politisch interessiert? Etwas. Ab wann wollen Sie politisch interessiert sein? Was glauben Sie, ein junger Mensch, ab wann sollte er politisch interessiert sein? So früh wie möglich. Ich würde sagen, kann man kein bestimmtes Alter nennen. Das ist, weil irgendwann kommt. Machen Sie Urlaub hier in Bremen? Das finde ich illegal, aus dem einfachen Grunde, dass für Deutschland eine ganz schlechte Meinung entsteht. Ja. Und zwar sobald ein Ausländer, wenn es nur 30 Stück hier auf dem Marktplatz sind, das sind 30 Ausländer, die gegen Deutschland widersprechen werden. Was sind Sie für ein Landsmann? Ich komme aus Rumänien. Dankeschön. Die Schande, der denkt da, die Rune ist an und für sich kein Zeichen, wenn ich Sie berichten darf, ist eine Rune. Ja, ja. Ein altdeutsches Symbol ist das. Und wir haben die alle in die Gaskammer, wir haben die verkrüppelt, ich war selbst Soldat. Aber ich möchte nicht mehr Soldat, noch nicht mal bei der Bundeswehr werden. Und wenn ich bestraft werde dafür. Ja, bravo! Dufte. Und jetzt müsst ihr einen Sowjetstern ranmachen. Da. Etwas Politisches hinter. Etwas Politisches? Ja. Das sind zwei Wochen. Entweder ist er links außen oder rechts außen. Da hat der Konterrevolutionär gehandelt. Das ist eine große Sauerei. Ich finde, dass das überschäumende Dummheit ist, weiter nichts. Ja? Ja, es steht doch nichts dahinter, was aus den bisher veröffentlichten Nazi-Prozessen irgendwie, sagen wir mal, gelernt worden ist. Wenn dieser junge Mann als HJ-Jüngling eingezogen worden wäre, ist er aber nicht. Ist er nicht. Gut, in Ordnung. Was wir brauchen, sind wieder Lager, in denen solche Typen wie dieser da einfach hineinkommt. Solche Schmierfinken, gucken sich das so an. Schauen sich doch diesen Kerl mal ins Gesicht. Lange Haare hat er. Eine Unverschämtheit überhaupt. Gewaschen ist er auch nicht. Da stehen sie rum und unterhalten sich noch mit solchen Leuten, die offensichtlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstören. Und was würden Sie mit dem jungen Mann machen, wenn er bestraft würde? Gleich aufhängen. Ja. Warum denn? Warum? Weil die Sorte hat uns genug Elend gebracht. Nein, aber Sie müssen. Also sind für die Todesstrafe. Ja, aber ganz genau. Ganz genau. Aber bestimmt. Würden Sie es selber tun? Ich nicht. Die. Aufhängen meine ich. Aufhängen, ja. Ja? Na nu. Waren Sie mal Henker schon? Nein, ich war wohl im KZ. Nein, du machst den Ding ab! Hey, ich bin hier eine Larve! Ja, glauben Sie, dass er gekauft ist von einer Partei? Das Gebäude? Der Junge? Nein, der Junge. Der Junge? Der Provokateur. Also ich möchte nicht als Jungen bezeichnen. Ja. Aber ist doch eine sinnlose Sache, wenn Menschen, die unter diesem Zeichen, unter dieser Rune, wie ich gesagt habe, gelitten haben, und ich selbst jetzt als Berliner, als 40-jähriger Berliner,
jetzt noch mal so ein Ding miterleben muss. Und ich war Soldat und ich war auch beim Russen und habe das kennengelernt. Und ich möchte keinen Krieg mehr. Geht rüber in die DDR, da könnt ihr es machen. Okay. Da macht's mal. Da seid ihr zu feige dazu. Ja, hier macht es, weil ihr es erlauben könnt. Ne? Ja? Aber da drüben geht in die DDR. Und zeigt da mal, da zeigt euren Mann. Dann habe ich Achtung vor euch. Aber so seid ihr bloß dumme Jungs. Das ist nur ein Spielfilm. Das ist ein Spielfilm, der uns lächerlich machen soll. Der uns lächerlich machen soll, der die Polizei lächerlich machen soll. Ihr dummen Jungs. In dieser Situation, in der wir heute befinden, dass wir also links schwach sind, dass die Restauration zunimmt, dass die Konservativen zunehmen. Wenn Sie in dieser Situation einen Film machen, mhm, wo also alle Seiten gleichmäßig angegriffen werden, mhm, und alle Seiten also in Frage gestellt werden. Gar nicht werden. Ja, eben. Und dann eben die Funktion, da müssen Sie doch zugeben, dass die Funktion ist, dass die Leute, die sagen, ach, es ist sowieso alles scheiße, Politik ist Mist, die Linken machen Scheiße, aber die da oben machen auch Scheiße, sowieso Mist, ich mache lieber meinen Kleinen an, dass gerade diese Leute in dieser Sache...